Hallo, liebe Freunde, und danke an Homeoffice, an Nuviso dafür, dass ich hier sein darf. Heute geht es ja um Medienkompetenz, und da wäre ja die große Frage, wie kann man überhaupt so eine Medienkompetenz erwerben? Was würdet ihr sagen? Also wie soll man sich dagegen wehren, dass von den Mainstream-Medien ständig wieder vom Staatsfunk sozusagen Sachen in die Runde geworfen werden, die keinem von uns taugen? Was sind da eure Vorschläge? Ich bin ja dafür, ein Schulfach einzurichten, ja. Und nicht das irgendwie, also um das auch klar so zu benennen, dass man, dass das wie eine Ausbildung zur Manipulation dient. Ja? Also lerne, wie man Propaganda macht, lerne, wie man manipuliert und so weiter. Weil das ist ja der beste Selbstschutz, wenn man selbst die Mechanismen kennt. Ja? Das darf halt kein elitäres Wissen mehr sein, sondern das muss jedem zugänglich sein. Deswegen gehört das eigentlich in die Schule und ist für mich nur auch ein Teil von Medienkompetenz, dass man sich selber quasi wie zum Lügendetektor ausbilden lässt, hieß es doch kürzlich in der Sendung, wo es um NLP ging. Da muss ich aber, da wird es wieder komplex, und das ist das Schöne am Leben, dass man da wieder direkt reingrätschen kann, und ich kann dann wieder sagen, ich habe im Master Medienethik studiert, und da haben wir dann halt gelernt, also Fake News und Propaganda am Beispiel vom AfD-Wahlprogramm. Das war dann Uni-Inhalt, und ich dachte so, warte mal, es kann jetzt aber nicht nur die AfD Fake News und Propaganda machen. Okay, ich dachte, ich bin hier irgendwie an einem staatlichen, akademischen Bildungssystem, wo dann alles in Betracht gezogen wird. Und mein Medienethikprofessor hat uns auch erzählt, Vorsicht, Gefahr vor Verschwörungsideologen am Beispiel von Irrglauben zum 11. September. Oh. Und dann sitze ich da drin und habe natürlich so, ich habe mich da nicht getraut, als Einziger in einer Runde von 100 Leuten bei dem Vortrag zu strecken. Da hatte ich echt die Eier nicht, aber ich dachte halt natürlich, hey, was für ein Joke. So, wir reden über Fake News oder über irgendwie so die Gefahr der Manipulation, und dann, der tourt damit immer noch, der Homie heißt Christian Schicher. Ich habe bei ihm auch meine Masterarbeit geschrieben, aber hättest du jetzt dieses Fach Medienkompetenz oder wie manipuliere ich, Frank, das will ich damit nur sagen, dann bist du ja immer noch eingebunden in dieses Schulsystem, wo dann ganz genau geguckt wird. So, bevor ihr jetzt wieder durcheinander redet, danke Robert Stein, danke Frank Höfer und danke, ja, deinen Namen kriegen wir auch noch raus. Könntet ihr euch vielleicht mal darüber Gedanken machen, was das sowohl die Medien, was die für eine Aufgabe haben, dass die einen Auftrag haben, die Staatsmedien, und dass auch die Schule, lieber Frank Höfer, einen Auftrag hat, nämlich natürlich einen guten Staatsbürger zu erziehen. Na? Ja, das war jetzt mal meine kleine Einblendung, und nehmt's mir nicht so übel, dass ich mich mal so übel am Anfang reingeklinkt habe und so getan habe, als wäre ich dabei. War ich natürlich gar nicht. Aber ihr liefert immer wieder schöne Vorlagen, die man nur noch ins Tor schießen muss, wenn man weiß, was in der Staatslogik funktioniert. Und das sind sowohl die Medien als auch das Schulsystem. Und da sollte man nicht wie lieber Frank Höfer, wirklich du, ich muss das mal hier ein bisschen anders sehen, okay, wie du eben so Idealismen pflegst in die Richtung, man sollte ein Schulfach einführen. Und da wurde dir gleich von Dominik, jetzt haben wir den Namen wieder heftig widersprochen, wo er sagte, nein, so läuft das nicht. Da wird dir sofort widersprochen, aber leider durchschaut weder der Dominik noch du, lieber Frank Höfer, dieses Schulsystem. Und vielleicht kommen wir mal ins Gespräch. Dummheit besteht nicht aus dem, was man nicht lernt. Unter Dummheit fällt vielmehr umgekehrt ziemlich viel von dem, was man lernt und wie man lernt. Und zwar als Hauptschüler, Schüler und als Schüler der höheren Schule, und ich muss ergänzen, auch als Student. Es bedarf sogar, lautet meine zentrale These, einer gehörigen Portion dessen, was ich unter Dummheit fasse, um als mündiger Staatsbürger hierzulande unter den hiesigen Verhältnissen zu agieren, bei Unterwerfung unter die hiesigen Lebensbedingungen sein Leben zu gestalten,
Also unter Verhältnissen, von denen man weiß, und das ist in allen kapitalistischen Ländern so, die sind nicht dazu eingerichtet, im Leben des Menschen schön zu machen. Bis dann. René Wolf spricht Deutsch. RW Deutsch, verbotener Sender. Wichtig, wichtig.